Also bis die kommen, erzähle ich diese Kleinigkeit. Richtig sauer geworden. Also ich habe mein Verhältnis zur zu dem, was heute läuft, vollständig ist mir zerbrochen worden in dem Moment, wo der Bundespräsident der Herzen, der Gauk, der Pispas hat gesagt, ich wünsche mir mal einen Bundespräsidenten fürs Gehirn. Also wo der Bundespräsident der Herzen vor der Rüstungskonferenz in München stand, Februar 2014 oder wann das war, 10. Februar oder was, und sagte, wir müssen wieder Verantwortung übernehmen, wir dürfen uns nicht verstecken hinter der Kriegsschuld. Und damit die gesamte Entspannungspolitik von Willy Brandt für Feigheit erklärt hat. In dem Moment ist für mich was zerbrochen. Da habe ich das Gefühl gehabt, wir brauchen mit... Ich habe erwartet, dass der Mann am nächsten Tag seinen Job abgeben muss. Vorher hatten wir einen Bundespräsidenten, hieß der Köhler oder was, ja. Der hat gesagt, wir verteidigen unsere Freiheit und am Hindukusch. Der hat seinen Job verloren am nächsten Tag. 14 Tage später. Ist das deutlich? Und das habe ich erwartet da habe ich gedacht, so ein Blödsinn kann man nicht reden, ohne sofort seinen Job zu verlieren. Und in dem Moment, wo der dafür bestätigt worden ist, und zwar vor allen Dingen von der Zeit, durch einen, derjenige, der ihn dann einen riesigen Artikel, was für eine großartige staatsmännische Weisheit da drinne, bei dem manchen in irgendeiner Form, wie Weisheit, aber gut, was da drinne leben würde, das war derjenige, der ihm die Rede geschrieben hat. Er hat ihm vorne die Rede geschrieben und hinterher als unabhängiger Journalist in der Zeit einen riesigen Artikel geschrieben, wie toll das sei. So zum Thema, nur da habe ich das Gefühl gehabt, ich lebe hier nicht mehr auf der Basis des Grundgesetzes, der Gedanken, die im Grundgesetz gewollt wurden. So vorsichtig möchte ich das sagen. Ne? Und seitdem sehe ich die Leute im Bundestag, die ich vorher schon anders gesehen habe. Wir haben ja angefangen mit dem Hartz IV, mit der Hartz IV-Revolte haben wir angefangen 2011. Da war sowieso klar, dass der ganze Bundestag gegen uns steht. Das wurde im Bundestag auch öffentlich verhandelt und weiß der Kuckuck was, das hat riesige Wellen geschlagen. Ich war schon immer, aber ich hatte nicht gedacht, dass es so grundsätzlich ist. Na, und jetzt fährt unser Militärfrau Kramp-Karrenbauer, die ja nur in der Position ist, weil sie einen unglaublich tiefen Einblick in die Notwendigkeiten und so weiter. Man kommt ja heute nur in eine Position, wenn man wirklich von nichts was weiß. Warum wohl? Weil dann ist man nämlich beraterabhängig und die Berater sind gut eingekauft von der Rüstungsindustrie oder von wem immer. Klar, daher kommt die Beraterabhängigkeit und diese unglaublichen Kosten, die da zusammen. Weil man kommt heute da in der Politik nur in eine Position, wenn man von nichts irgendetwas weiß. Und die stellt sich hin und fordert robuste Mandate. Robuste Mandate in Afghanistan und überall. Es ist der Hammer. Es ist ein Bruch. Und laut Grundgesetz hat unsere Bundeswehr genau eine Aufgabe. Uns vor feindlichen Angriffen zu schützen. Uns vor feindlichen Angriffen zu schützen. Das heißt, eigentlich müsste der Bundestag umstellt werden. Die machen ja jetzt den Graben davor. Den Graben habt ihr schon mitgekriegt. Die machen vor dem Bundestag einen Graben und dann gehst du runter und dann stehst du vor einer Mauer, aber von oben ist sie unsichtbar. Das ist die okkulte, unsichtbare Mauer, die man baut, macht man einen Graben und kann nicht mehr ran an den Bundestag. Der wird jetzt gebaut. Quasi hier steht der Bundestag, du guckst ihn an und sagst, boah, Symbol der Freiheit. Ne? Ja, und davor geht der Graben runter und dann stehst du vor der Mauer. Geil. Das ist die Mauer in anderer Form. Du kannst doch gleich Giftgas unten reinlassen und dann ist sogar Ruhe da und da brauchst du nicht mal Schussbefehl bei den Leuten, die an die Mauer gehen. Geht dann alles von selbst. Also, es ist unglaublich, in was wir inzwischen leben. Mein Zorn, wenn ich Nachrichten gucke, ich kann gar nicht sagen, wie ich dazu höre. Jetzt möchte ich sagen, wie wir die Sache regeln. Weil deswegen, das war ja nur ein Vorwort. Was helfen würde, wäre eine absolut knallharte Volksabstimmung. Die Möglichkeit von Volksabstimmungen
nicht nur in Ländern, sondern auch über bundesweite Angelegenheiten. Was macht unsere Bundeswehr am Hindukusch? Wir machen mal eine Volksabstimmung, ob wir das wirklich wollen. Problem ist, eine Volksabstimmung, die verfassungswidrig ist, die darf gar nicht stattfinden. Das heißt, es gäbe gar keine Volksabstimmung darüber, ob das Militär am Hindukusch agieren kann. Weil eine Volksabstimmung ist immer, da sind viele Leute, die finden ein Thema wichtig und die kriegen eine Zeit, in dem sie das Thema, genügend Stimmen sammeln müssen für das Thema. Ja? Das heißt, die kriegen ein Jahr, anderthalb und dann müssen wir 1 Million Stimmen sammeln oder mehr. Ja? So. Für das Thema. Wenn dadurch wird ein öffentliches Interesse gezeigt für die Politiker. Oder nicht für die Politiker, für den Staat. Ich möchte mal den großen Unterschied machen zwischen Staat und Politikern. Ich bin absoluter Staatsfan und ein absoluter Politiker, sagen wir mal Kritiker. Der Staat verhält sich zu den Politikern wie eine Lyra zu den Saiten. Der spannt auf und da drinnen dürfen verschiedene politische Parteien und dürfen da drinnen spielen. Das bestimmen wir als Bürger. Der Staat selber ist durchs Grundgesetz festgelegt und unantastbar eigentlich. Ist das deutlich? Das ist wie die. Deswegen mache ich den Unterschied. So. Wenn wir eine Volksabstimmung hätten, könnten wir auch unsere Stimmen zum Klingen bringen. Und zwar auch über bundesweite Angelegenheiten. Was halten wir von Glyphosat? Ein Land hat über Glyphosat überhaupt nichts zu sagen. Das wird man jetzt in Bayern, wo da das große wegen Artenvielfalt wurde ja da was gemacht. Ne? Die haben nichts zu sagen. Die Gesetzgebung über Glyphosat läuft in der EU und nicht in Deutschland. So ist das heute nun mal leider. Dann hätten wir die Möglichkeit zu sagen, ey, so eine Scheiße wollen wir nicht. Also wer einmal Glyphosat begriffen hat, kann nur sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ist das deutlich? Da werden die Felder absolut getötet, dass nichts mehr drauf wachsen kann, außer der gentechnisch veränderten Geschichten, die Glyphosat aushalten. Sag mal, das ist Mord. Wie nennt man sowas? Das ist Monokultur. Das Wort Monokultur, es wird ja alles zerstört. Und dann wundert man sich, dass es keine Bienen mehr gibt und keine Flöhe und alles nicht mehr gibt. Weil, zum Thema. Also wie, als Volksabstimmung, irgendwie als Mensch hat man da ein Gefühl, das kann noch nicht gut sein. Das ist irgendwie so in der Art. Also es gäbe unheimlich viele Themen, über die man reden müsste. Wenn es mal Grundeinkommen geben sollte, Hammer. Und so weiter und so fort. Eine Volksabstimmung ist ein echt geiles Instrument. Über alles. Und jetzt muss ich sagen, die drei Gebiete. Über Länderverfassung, über was in Ländern passiert, über das, was im Bund passiert und über die Verfassung selbst. Verfassung in Volksverfügung nehmen. Ey, Hammer. Aber nun schlag das mal den Politikern vor. Die werden sagen, tolle Idee. Ne? Sie sind wohl ein bisschen bescheuert. Ja? Wir geben doch die Macht nicht ab. Ist das deutlich? So ungefähr kam es, aber es wäre ein echtes Thema. Dann wäre es auch möglich zu sagen, per Volksabstimmung, ja, wir wollen unbedingt am Hindukusch sein. Wir ändern die Verfassung. Wäre theoretisch möglich. Ich sage es ganz vorsichtig. Aber dann wären wir der Souverän. Laut Grundgesetz heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Der Souverän und die verfassungsgebende Gewalt ist das Volk. Der Schäuble wollte schon längst, der hat gesagt, wie die EU sich entwickelt, das kann man nicht machen ohne eine neue Verfassung. Eine ohne Artikel 1 und ohne Artikel 20. Ich möchte das gerade erzählen, wie in der EU man damit umgeht. In der EU, was ich die Menschenrechte genannt habe, die ersten 19 Artikel, da gibt es in der die EU-Verfassung, die es noch nicht vollständig gibt, weil sie noch nicht von allen ratifiziert worden ist, hat auch zwei Teile und zwar genau so. Der erste ist der Europäische Menschenrechtskonvention. Das entspricht den 19 Artikeln. Und das zweite ist der Lissabon-Vertrag. Das entspricht ab Artikel 20 dem Rest. Ich möchte nur erzählen, wie die EU funktioniert. Artikel 1 in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Moment, ich sage erstmal die Deutsche, damit man es ganz genau sieht. Die Deutsche heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. EU, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Wo ist der Unterschied? Es gibt keine Aufgabe. Es gibt keinen, der beauftragt ist. Das ist so ähnlich, wie wenn wir nachher hier rausgehen und sagen, dieser Raum ist aufzuräumen. Da sind wir alle absolut einig. Und dann gehen wir alle raus. Ist das deutlich? Das heißt, da ist die Würde des Menschen zu einer reinen Luftnummer erhoben. Es steht noch drin, aber es hat keine Bedeutung. Es ist in keiner Weise durchsetzbar. Artikel 2 im deutschen Grundgesetz heißt, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und Recht, durch Hartz IV schwer außer Kraft gesetzt, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Artikel 2 in der Menschenrechtskonvention europäischen heißt Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Was fehlt? Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeiten. Jetzt möchte ich genau sagen, wo das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gelöst von einem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zuerst geschichtlich formuliert wurde. Habeas corpus acta. Das wurde im alten Rom, wenn ein Sklavenhalter seine Sklaven entliehen hatte, musste der Entleihende unterschreiben, dass er sie lebendig und gesund wieder zurückbringt, sonst hätte er sie kaufen müssen. Ist das deutlich? Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, gelöst vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ist ein reines Sklavenrecht. Gelöst von der Würde, von der Achtung und dem Schutz der Menschenwürde, von denjenigen, der dafür... Das ist die EU-Verfassung und die soll gelten. Soweit zum Thema. Nur damit man einmal weiß, was ich hier gesagt habe, was stört. Ne? So, nach dem Thema. Das muss man einmal begriffen haben. So, dann weiß man, was mit der EU passiert. Aber ich möchte ja jetzt zum echten Thema. Volksabstimmung wäre wirklich geil. Aber wie kriegt man eine Volksabstimmung her? Mehr Demokratie versucht die ganze Zeit Volksabstimmung. Ein großer Verein, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, Omnibus für direkte Demokratie, auch ganz herrlich, wunderschön, alles klasse. Die versuchen die ganze Zeit, die Politiker zu überzeugen, dass man Volksabstimmung in die Welt bringt. Seit den 80er Jahren. Seit den 80er Jahren. Damals war ich noch gar nicht dagegen, weil ich noch vertraut habe, dass die Politiker irgendwie im Sinne des Grundgesetzes funktionieren. Wenn ich Frau Merkel wäre, ich würde sofort sagen, ey, geile Idee, natürlich machen wir das, gebt das mal hier ab. Und dann lege ich das 20 Jahre in den Eisschrank. Ja, die Merkel macht es keine 20 Jahre mehr, aber wer immer Machthaber ist, ne, sagt, ja klar, machen wir das und dann sind wir dafür verantwortlich. Und dann verpufft alle bürgerliche Energie, weil da ja die Verantwortlichen plötzlich sind. Und dann lässt man das mal, und dann mache ich ein Gesetz für Volksabstimmung, wie die zu funktionieren hat, das nicht zu erfüllen ist. Baden-Württemberg, Bayern, die hatten das teilweise so, dass gefordert wurde, um für die erste Stufe der Volksabstimmung, es gibt eine erste Stufe, dann gibt es eine Verfassungsprüfung und dann gibt es die zweite Prüfung, dass man sich das mal vorstellen kann, was Volksabstimmung ist. In der ersten Stufe findet man innerhalb von einer Frist genügend Leute, die sagen, ja, wollen wir haben. Die müssen sich überall in den Ämtern eintragen und wenn es genügend sind, oder auf Liste eintragen mit ihrem Namen, wenn es genügend sind, dann wird, ab da ist der Staat verpflichtet, sich darum zu kümmern. Vorher nicht, vorher ist Privatinitiative. Der Staat, nicht die Politiker. Das heißt, da können ja in der Volksabstimmung Sachen, die den Politikern völlig missfallen, ab da ist der Staat. Und damit der Staat wirklich verpflichtet ist, kommt dann eine Verfassungsprüfung. Ich komme darauf zurück, ganz wichtig. Und dann muss der Staat das Thema dem gesamten Volk zur Verfügung stellen, damit es frei entscheiden kann. Ist das deutlich? Das ist der Hammer, was dann passiert. So, aber die Gesetze, wie viele Leute da und so weiter, die kann man so machen, dass sie unerfüllbar sind.
da bei dem Urteil jetzt letztens mit dem, mit der Artenvielfalt, da in Bayern oder wo das war, Baden-Württemberg, da war Baden-Württemberg, war das so, dass 1,2 Millionen Menschen in der ersten Phase innerhalb von 14 Tagen in die Ämter gehen müssen und dort unterschreiben, dass sie dafür sind. Ich will wiederholen, 1,2 Millionen Menschen in Baden-Württemberg in die entsprechenden 30 Ämter. Innerhalb von 14 Tagen sollen persönlich unterschreiben, ist unmöglich. Ist das deutlich? Bei dem Thema hat es aber geklappt, es sind sogar 1,8 Millionen. Die haben davor gestanden, wie hier die Leute vor den Shops damals. Die haben davor gestanden und gewartet. Das ist einmal passiert in der Weltgeschichte. Aber da sieht man, wie man Hürden bauen kann, die so sind, dass sie eigentlich unangreifbar sind. Das ist das Wichtige da. Deswegen darf man den Politikern die Volksabstimmung nicht übergeben. Wenn mehr Demokratie hingeht und die Politiker fragt, die wir sollen das machen, ich würde sofort sagen, ja gerne. Ich bin genau der Richtige, ich schreibe Ihnen ein Gesetz, da fließen Ihnen die Tränen, Sie haben keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Die Frage für mich ist, wie bringt man ein Gesetz in die Welt, dass das Volk der Souverän wird und dass die Politiker sind das Personal, ohne die Politiker zu fragen. Heutzutage machen die Politiker das Gesetz, das heißt die wichtigen Gesetze, und das ist ja dann ein gesamt angehendes Gesetz, die werden ja im Bundestag gemacht, die werden ja nicht woanders gemacht und dann im Bundesrat nochmal abgenickt. Wie kann man ein Gesetz machen, was gültig ist, ohne den Bundestag fragen zu müssen? Wer überhaupt noch erwägt, den Bundestag an wichtigen Dingen zu fragen? Der kann auch bei der Mafia bitten gehen, dass die Mafia bitte einen nicht so hart schlägt. Ist das deutlich? Und die Frage ist geklärt, wie das geht. Rechtlich einwandfrei, und das will ich jetzt erzählen. Wo ist das Grundgesetz? Irgendwie ist es hier unterwegs. Ach da! Ich suche immer die Sachen und dann sitze ich selber drauf. Wir haben folgenden Weg vor. Wir wollen endlich das machen, was Carlo Schmidt wollte. Wir wollen eine Volksabstimmung machen, im großen Maßstab. Unabhängig von der Politik, einfach so von Mensch zu Mensch. Und in dieser Volksabstimmung heißt es als allererster Satz, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das war das, was Carlo Schmidt sagte, was fehlt, die Volksabstimmung dazu. Dadurch wird es Verfassung. Aber nicht nur das, und zwar genau so, wie es ist. Das Zweite ist, ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und der dritte Satz heißt, ich stimme zu, dass auch über die Inhalte der Verfassung das Volk zu bestimmen hat. Nur per Volksabstimmung entschieden werden kann, steht da. Dieses Paket und darunter ein Ja und ein Nein. Nach Artikel 146 heißt das, wenn wir diese Abstimmung machen, folgendes. Das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, wo diese Entscheidung läuft. Das heißt, sämtliche Institutionen des Grundgesetzes werden mit einem Schlag auf Null gesetzt. Das heißt, wenn selbst das Bundesverfassungsgericht sagt, das geht ja gar nicht, da muss man sagen, ihr seid verfasste Gewalt, ihr seid nicht verfassungsgebende Gewalt. Wir sind die verfassungsgebende Gewalt. Wir machen das jetzt. Die werden aber nicht Nein sagen. Das ist eine andere Geschichte. Wir wissen, wie die da empfinden. Ist das deutlich? Jetzt machen wir aber nicht den Schritt und sagen und schaffen die ab, sondern wir erheben das Grundgesetz ja selbst zur Verfassung. Das heißt, wir setzen es sofort wieder ein. Der ganze Bundestag existiert weiter, aber setzen die Volksabstimmung im vollen Maßstab daneben oder dazu. Das heißt, ab da haben wir das Sagen. In der Schweiz ist es so, und so müsste so ein Gesetz aussehen, wenn man selber ein Gesetz in die Welt bringt, nicht nur eine Abstimmung. Ich möchte mal den Unterschied zwischen Wahl und Abstimmung nur ganz kurz sagen, bevor ich weiterrede. Bei einer Wahl wählt man eine Partei. Ich war 2004, habe ich tatsächlich SPD und Grüne gewählt.
Weil ich dachte, da geht sozial irgendwas los. Es ist genau das Umgekehrte passiert von dem, was man gedacht hat. In einem Maßstab, der ist nicht zu fassen. Du wählst eine Partei, was die da machen, da kannst du nur zugucken. Bei einer Abstimmung steht eine Frage. Und ich sage zu der Frage ja oder nein. Oder es steht ein Gesetz und ich sage zu dem Gesetz ja oder nein. Das ist das Einzige, wo man wirklich weiß, was man tut. Bei einer Wahl weiß man nicht, was man tut. Ist das deutlich? Nach Artikel 20 heißt es, das ist dieser Staatsstruktur, da heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Unsere Politiker sagen, eine Wahl ist ja eine Abstimmung, die haben halt verdoppelt, doppelt gemoppelt. Nee, die haben nicht doppelt gemoppelt. Der Carlo Schmidt wollte unbedingt dort das Volksabstimmungen haben. Dann sind die Amerikaner gekommen, haben gesagt, das ist jetzt ein bisschen gefährlich mit der Volksabstimmung. Der, wie ist er in Russland? Stalin, der wirbt damit, dass Deutschland ganz frei wird und sich vereinigen kann unter der Bedingung, dass es weder ins rechte noch ins linke Lager sich verbindet. Dass sie neutral sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutschen damals gesagt hätten, anstatt hier eine getrennte Existenz machen wir lieber einen auf neutral, wir haben auch genug Scheiße an der Backe, verstehst du? Die war sehr hoch. Khrushchev war das auch, glaube ich. Nee, das war, glaube ich, ist mir einer auf jeden Fall. Das war damals die Option. Und dann haben die Amis gesagt, Volksabstimmung, keinen Fall. Ne? Und der Adenauer, der hat gesagt, das schmälert die Macht der Parteien, auf keinen Fall. Und Carlo Schmidt gesagt, da muss unbedingt Volksabstimmungen hin. Da hat man nur Abstimmung gesagt. Und dann heißt es jetzt durch Wahlen und Abstimmungen. Und dann hat man sogar definiert, welche Abstimmung damit gemeint sein könnte. Da hat man eine ganz spezielle ins Auge gefasst, und zwar die, ob das Saarland beitritt oder nicht. Ist das deutlich? Damit hat man die Sache runtergedrückt ohne Ende. Im Sinne der Mütter und Väter des Grundgesetzes ist die Volksabstimmung die vollständige, bis über die Verfassung. Wenn wir das zur Verfassung erheben, machen wir das ja. Sagen wir, das wollen wir als unsere Verfassung. Egal, was drin steht erstmal. Kommen wir gleich auf das Thema. Ja, dann sind wir erst souverän. Alles andere ist Quatsch. Eine Partei wählen, die macht dann, was die Reichen sagen. Die sogenannten Eliten. Ist das deutlich? Ja, so war das. Und wir wollen, wie gesagt, diesen Schritt machen. Das zum Grundgesetz erheben, per Volksabstimmung und gleich mit reinschreiben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass auch über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden darf. Hoppla. Entschuldigung. Ich hoffe, es läuft noch. Nee, läuft nicht mehr. Ich bin einfach für Technik. Gut, danke. Ich stecke es wieder vorsichtig da rein. Da springt selbst so ein Ding aus der Tasche. Das muss man sich mal vorstellen. So, so weit, so gut. Merkt man das? Das ist sie, und damit wäre die Sache neutralisiert. Mein inneres Bild ist, der echte Souverän in der Staatskutsche, der sitzt ja nicht am Steuer, der sitzt hinten. Und vorne, der steuert, macht, was der hinten sagt. Heute sitzt der Souverän hinten gefesselt und geknebelt. Vorne sitzt der Politiker und steuert und neben ihm sitzt die Wirtschaft, hält dem die Knarre an den Kopf. Das ist heute das Bild. In dem Moment wäre es wieder richtig, man sitzt hinten drin und sagt, du, pass mal auf hier. Und in der Schweiz, das wollte ich noch sagen, die Hürden, ein neues Gesetz zu machen, sind relativ hoch. Also die müssen 100.000 Leute zusammenbringen. Die sind ungefähr ein Zehntel von uns. Kämen wir vielleicht mit 1 Million auch hin hier. Ja, so. Und dann geht das auch los. Und dann können die ein Gesetz in die Welt bringen, ob es den Politikern passt oder nicht. Das ist ja vor ein paar Jahren, 2016, passiert. Die haben ja wegen Grundeinkommen diese große Abstimmung gehabt. Den Politikern hat es überhaupt nicht gepasst. Die mussten es trotzdem ordentlich durchführen, weil die sind gar nicht gefragt, der Staat ist gefragt. Hä, und da die Politiker dürfen genauso ihre Meinung sagen, wie die Leute, die die Volksabstimmung machen. Aber nicht mehr. So, war jetzt so gut. Wenn aber die Politiker ein Gesetz machen,
Das dürfen sie auch in der Schweiz. Dann ist die Hürde, um dieses Gesetz zu kippen, wahnsinnig gering. Da musst du nicht 100.000 hin, da reicht eine ganz kleine Zahl, und dann macht man eine Initiative gegen dieses Gesetz und dann kann man dieses Gesetz kippen. Dadurch sind die Politiker dort gezwungen, die Ohren offen zu haben bei Gesetzen, weil sie können gekippt werden. Und in der Schweiz regieren alle gewählten Parteien gemeinsam. Nicht wie hier eine CDU und eine SPD greifen sich den Kuchen, die anderen, die haben nichts mehr zu sagen. Die regieren alle proportional nach Wahlstimmen gemeinsam. Das heißt, da muss eine echte demokratische Kultur sein. Da wäre auch die AfD vollständig mit dabei. Die würden nicht trauen, die würden mitregieren. Das heißt, da ist eine völlig andere politische Kultur. Eine Kultur des Zuhörens. Eine Kultur des Aufeinander-Eingehens. Eine Kultur des wirklich Lösung suchen, die für alle erträglich ist. So viel zum Thema. Und die Volksabstimmung als Korrektiv und als Impulsator. Hammer. Das wäre so ungefähr der Fall. Das wäre der Weg. Jetzt kann man fragen, ist das erlaubt? Ja. Artikel 146 zeigt den Weg sofort. Ist das in der Intention der Macher der Verfassung, des Grundgesetzes? Es ist die Erfüllung der Intention des Grundgesetzes, der Macher des Grundgesetzes. Es ist absolut das Besondere daran. Es ist keine Revolution, sondern es ist eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Ist das deutlich? So heißt auch unser Verein, den wir da ursprünglich gegründet haben. Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Das ist was. Mein Weg heißt, mit Deutschen kann man keine Revolution machen. Die sind ja ein bisschen anders strukturiert als die Franzosen. Kannst du nicht. Aber aufräumen, das kannst du. Und Sachen in Ordnung bringen, das kannst du. Und hier haben wir was, wo man aufräumen und die Sache in Ordnung bringen kann. Wir erheben das Grundgesetz selbst zur Verfassung und schreiben Volksabstimmung vollumfänglich und das Recht über die Verfassung. Eine große Angst über die Verfassungsbildung, eine große Angst ist, dann kommt jemand und führt Todesstrafe wieder ein. Ja, dann kommen da die Rechten und machen da irgendwas und plötzlich wird eine Volksabstimmung zur Schule. Ja, und ja, oder die demokratische, freiheitlich-demokratische Grundordnung wird abgeschafft. Plötzlich gibt es keinen Rechtsstaat mehr und was weiß ich, das kann man ja alles machen, Demokratie abschaffen. Gibt es genügend Leute, die das wollen? Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass das alte Kaisergeschlecht in Berlin sich wieder regt und da in den Schlössern wieder Wohnrecht beansprucht. Hammer! Das ist natürlich eine Vorbereitung für etwas, wo man denkt, dass demnächst die Demokratie crasht und man wieder ein Königreich haben will. Das ist kein Witz, was ich sage. Das ist, überall sind die Themen total am Laufen. Jetzt muss ich sagen, dann kann man mit einer Volksabstimmung. Das könnte doch passieren, wenn das Volk selbst über die Verfassung die Souveränität hat. Jetzt kommt aber der Hammer. Wir haben das Grundgesetz zur Verfassung erhoben. Artikel 1, Artikel 20 sind unantastbar. Das heißt, es ist unmöglich, dass Initiativen, die diskriminierende Gesetze, irgendwas, wo die Würde des Menschen nicht geachtet wird, in Gang bringt. Es ist unmöglich, Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat außer Kraft zu heben. Es ist unmöglich. Es kann keine Volksabstimmung geben, weil jede Initiative dann durch eine Verfassungsprüfung geht und nur zur Volksabstimmung gemacht werden kann, wenn es verfassungsgemäß ist. Und Artikel 1 und Artikel 20 sind unlöschbar. Das heißt, es ist unmöglich, dass diese Angst überhaupt, also diese Angst kann da sein, aber die ist, wenn man das Grundgesetz der Verfassung erhebt, sofort gebannt. Gibt's nicht. Kein Thema. Ist unmöglich. Ist das deutlich? Es gibt andere Verfassungsinitiativen als wir. Also es gibt Leute, die sagen, wenn du mit einem Politiker redest, dann sagt er, okay, Grundgesetz zur Verfassung erheben, wollen wir nicht erstmal alles klären, was da drin steht. Da drin steht inzwischen so viel Scheiße, da steht noch viel Scheiße drin. Zum Beispiel die Besatzungsrechte und was davon alles abgeleitet wird im Untergrund.
das deutlich. Das hatte 1948, 1949 war das eine Selbstverständlichkeit, dass das da drin steht. Und dann steht jetzt viel Scheiße drin, die sie reingebastelt haben. So, ja, so deutlich. Dann kann man doch sagen, ja, bevor wir das zur Verfassung erheben, wollen wir das nicht erstmal in Ordnung bringen, damit wir nicht Scheiße zur Verfassung erheben. Dann hat sie ja einen doppelten Rang plötzlich. Das ist ja nicht nur Grundgesetz, sondern sogar Verfassung. Deutlich? Das Problem ist, es gibt sehr viele Verfassungsinitiativen oder einige Menschengruppen, die Verfassungen schon erstellen. Da müsste man darüber nachdenken und da denken und da denken und das dann miteinander verbinden und dann eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, damit das Volk auch sagte, wir wollen das. Das wäre ja der Weg. Mein Wort heißt, wir kriegen keine verfassungsgebende Versammlung hin. Weil das Volk insgesamt mit dem Grundgesetz zufrieden ist. Das Volk hat das Problem, nicht das Problem, dass das Grundgesetz nicht taugt, dass wir Neues brauchen, sondern das Volk hat das Problem, dass die Politiker sich nicht dran halten. Unser Problem sind die Politiker. Wir brauchen keine verfassungsgebende Versammlung, dass wir sagen, die Verfassung muss jetzt unheimlich korrigiert werden, sondern diese beiden Stützen. Wenn das geachtet würde, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. Ist das deutlich? Deswegen ist dieser Weg und dann diese ganzen Diskussionen, die da sind. Die Deutschen sind sehr diskutierfreudig. Und bis sie sich dann mal aus der Diskussion zu etwas entscheiden, ist ziemlich schwierig. Und wenn die dann nach 500 Jahren auf einen gemeinsamen Verfassungsentwurf gekommen sein sollten, dann kommen die Eliten und schicken Störer rein. Leute, die ganz toll aussehen, als wären sie da. Und die kommen dann mit blauäugigem Blick und bringen was total Neues. Mein Wort heißt, diese Verfassungsinitiativen, die existieren, haben folgendes Problem. Sie können diskutieren so sinnvoll, wie sie wollen. Es hat auch Sinn, was sie machen, richtig Sinn. Aber sie diskutieren auf der Ebene des Vasallen. Und von oben kommen die Störer. Wir sagen, egal was drin steht, wir erheben das mit aller Scheiße zur Verfassung und setzen uns sofort als souverän an die Stelle. Das ist der Punkt. Und dann haben wir die Möglichkeit, sofort eine verfassungsklärende Versammlung einzuberufen. Dann haben wir aber die Machtmittel in der Hand, das auch durchzusetzen. Das ist deutlich. Dann sagen wir, verfassungsklärende Versammlung, der ganze Scheiß hier vorne fliegt raus, das andere wird korrigiert, weil es nicht im Sinne der Verfassung ist, was da reingeschrieben worden ist. Die verfassungsklärende Versammlung. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das allererste ist, nach dieser Abstimmung, zu sagen, wie wollen wir denn, wir sagen jetzt Volksabstimmung, ne? Und das Gesetz wollen wir den Politikern nicht in die Hand geben, wie eine Volksabstimmung aussieht. Es gibt unglaublich gute Vorgaben. Also es gibt schon unglaublich gute Entwürfe für Gesetze. Ja, dann machen wir eine Gesetzgebungsversammlung, die das Gesetz ausformuliert, wie das zu sein hat. Ist das deutlich? Das wären die Wege. Wir sind ab dem ersten Schritt sind wir der Souverän und diskutieren nicht auf der Ebene der Vasallen auf ewig und sind störbar. Wir sind sofort der wahrnehmbare Machtfaktor, sofort. Und können alles andere regeln. Wir können dann über Grundeinkommen reden, über, wie heißt diese Wirtschaftsform? Gemeinwohlwirtschaftsform, man kann über neues Geldsystem reden, man kann über die Bundeswehr reden, man kann überhaupt über alles reden. In der Schweiz gibt es ungefähr 4 Termine für Volksabstimmungen, jeweils mit 5 bis 6 verschiedenen Themen. Ey, du kannst in einem Jahr 20, 25 Themen zum echten Brüller machen und kannst unseren Politikern dermaßen eine reinwürgen, dass sie wirklich merken, sie sind Personal und nicht deren. Ist das deutlich? Letzte Frage, wie ist der Weg? Hier erzähle ich. Ich werde noch öfter erzählen müssen. Die Bundesrepublik ist ziemlich groß. Wir müssen ungefähr, ich glaube, 60 Millionen Wähler gibt es. Ne? Wir müssen die erreichen. Bei der Presse, die uns unbedingt unterstützt. Ist das deutlich? Wie ist der Weg? Internet, die App gibt's schon. Sie ist nur noch nicht scharf geschaltet für diese Frage.
per App. Normalerweise heißt es, Wahlen, Abstimmungen nie elektronisch. Selbst der Computer Chaos Club sagt auf keinen Fall elektronisch, weil wenn ich elektronisch eine Wahl mache, muss ich immer verifizieren, dass ich es bin und dass ich nicht zwei, dreimal wähle. Das heißt, es ist auf jeden Fall meine Stimme mit meiner Identifikation verbunden. Dann kann man natürlich sagen, ja, das Trennen war im dritten Schritt und dann kann man das nicht mehr nachvollziehen. Solche Leute gibt es, die das behaupten. Die Wirklichkeit sagt immer was anderes. Ist das deutlich? So, bei so einer Abstimmung, das kann gehen von Mensch zu Mensch und vollständig offen. Das ist die Volksurabstimmung schlechterdings. Und ich stimme nicht über eine Partei ab, sondern über die gemeinsamen Grundlagen. Warum soll da nicht mein Name drin stehen? Wenn ich das dann per App mache, dann ist klar, dass ich das war. Oder per Computer. Man kann es auch noch schriftlich machen, aber die werden schon nicht sagen, sie kriegen unsere Schulen und wir stellen ihnen das ganze Material zur Verfügung. Was denken sie? 60 Millionen Wahlunterlagen und das alles ein. Und das ist der Hammer, verstehst du? Es geht per App, es geht. Und jetzt kommt der Hammer. Es ist völlig Artikel 146 gibt den Weg frei, aber macht keine einzige Vorgabe. Es gibt weder eine Vorgabe, wie die Abstimmung gemacht wird, noch eine Vorgabe darüber, wie viele Leute wählen müssen, ob das mit 51% der Wähler schon ist oder bei 75, kann man sich doch drüber fragen. Vielleicht reichen schon 20%? Das sind wirkliche Fragen. Das ist ja, ist das deutlich? Steht nichts drin und es steht nichts über den Zeitraum drin. Da kann man sagen, man macht einen Tag, an dem man die Abstimmung macht. Man kann aber auch sagen, man nimmt ein Jahr. Oder man sagt, wir lassen die Abstimmung per App die ganze Zeit laufen. Sobald 51% erreicht sind, sagen wir, bingo, bong. Ist das deutlich? Es ist frei. Das heißt, es gibt nur eine Bedingung. Es muss eindeutig verstehbar und akzeptierbar sein. Eine andere Bedingung gibt es nicht. Ist das deutlich? Da liegt das Problem. Das ist alles. Ja, gut, mein persönliches Problem ist, dass man den Gedanken in die Welt bringen muss. Wir haben jetzt das Problem, dass zum Beispiel Peter Höcke Revolution ausruft. Der Zorn im Volk gegen das, was die Politiker machen, ist hoch genug, dass sowas passieren kann. Ich bin selber an einer sehr zornerregenden Stelle. Ich bin mit dem Hartz IV, mit den Gerichten im Ringen und ich kann sagen, das erregt sehr viel Zorn. Das Einzige, was mich wundert, dass es ja nicht viel mehr Tote in den Jobcentern gibt. Nicht von den Betroffenen, sondern von den Betreffenden. Also der Zorn ist unglaublich hoch und nicht nur auf diesem Feld, auf unglaublichen vielen Feldern. Und wenn der Höcke jetzt Revolution ausruft, dann geht er auf dieses Ding hin, ne, genau auf diese Stimmung hin. Ja, aber es ist nur eine Partei und die übernehmen dann die Macht. Die übernehmen dann die Macht und wir dürfen wieder zugucken und weiter wählen. Und ob die dann das machen, was sie gesagt haben oder nicht. Ich erinnere mich, die SPD hat letztens gesagt, sie würde aus der Koalition austreten und alle haben sie deswegen gewählt. Jetzt die eigenen Mannschaften. Und was haben sie gemacht? Die sind immer noch in der Koalition. Ist der Hammer. Ist das deutlich? Ob dann der Höcke das macht, was die Leute sich wünschen? Sicher nicht, was ich mir wünsche. Das ist eine andere Geschichte. Aber merkt ihr das? Das weiß man. Wir stehen wieder da und sagt, Scheiße. Ja, ich habe wieder nichts zu sagen gehabt. So in dieser Art ist das Problem. Wir sind im Moment in einer Gemengelage, wo man den Parteien gegenüber das Gefühl hat, die verlieren nicht nur ihre Macht, die verlieren auch ihr Ansehen, also ihr Ansehen vollständig, ihre Macht jetzt auch. Auf diesem Felde ist eine unglaubliche Gefährdung für die Demokratie. Insofern, dass auch der Ruf nach einem echten Kerl mal wieder aufstehen kann, der sagt, ich regle das mal für euch. Die CDU erhofft sich den in Herrn Merz. Ja, die erhofft sich den in Herrn Merz. Und so weiter und so fort. Wir wissen es alles nicht. Es ist völlig offen. Wir stehen in einem schwankenden Feld.
mein Wort, mein inneres Wort heißt, wenn es schon so kracht, dann lass uns doch einfach auch mal das wirklich Wesentliche tun. Nämlich das, was die Väter des Grundgesetzes ursprünglich wollten, endlich zu vollziehen. Das ist total reaktionär. Das, die sind ja schon 70 Jahre her. Die Zeit ist doch viel weiter gegangen. Von wegen. Was da drin steht an Urimpulsen, ist dermaßen fortschrittlich. Eigentlich das Grundgesetz, die Verfassung für die gesamte Menschheit. Und nicht nur für die Deutschen. Deswegen steht auch nicht drin, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Es ist eigentlich ist da was unglaublich Fortschrittliches, was bisher die ganze Zeit nur niedergehalten worden ist. Und was es wert ist, es in die Welt zu bringen. Ja. Mein Wort heißt, wer mehr von uns wissen will, sollte seine E-Mail-Adresse hier in sauberster Form eintragen, weil man kann sich sehr und kann sich überlegen, ob er in irgendeiner Form mithelfen will. Dass irgendeine Form, das kann man von außen gar nicht sagen. Der eine ist genial in dem einen, der andere ist genial in dem anderen. Richtig geil ist es schon alleine, das Thema immer in die Welt zu bringen. Wir haben eine Webseite, die heißt unsere-verfassung.de. Die steht jetzt hier auch drauf. Ich habe mich sehr bemüht, die jetzt in Gang zu bringen. Und dass man immer, wenn man in den öffentlichen Netzwerken unterwegs ist und sagt, ey, regt euch nicht so auf, hier ist ein Weg. Dass man das so in die Welt bringt. Ein zweiter ist, dass einer, wenn er in einem Verband ist, im Fußballverein, in der Kirche, irgendwo, sich dafür verantwortlich macht, zu sagen, ich möchte, dass der Gedanke hier wenigstens einmal gesagt wird. Ich komme zu Vorträgen jederzeit, wir sind inzwischen mehrere. Wenn einer geeignet ist, solche Vorträge oder Lust hat, solche Vorträge zu halten, dann soll er sich auch melden, so in der Art, dass man ihn rumschicken kann. So, wir nennen das einen Kristallisationspunkt für den Gedanken. Völlig unaufdringlich. Bitte keine Bürgerinitiative, wo man sich hinsetzt und diskutiert die ganze Zeit. Was wir wollen, ist nur ein Punkt. Der Punkt ist nur, Grundgesetz zur Verfassung erheben, Volksabstimmung mit reinschreiben. Da braucht man nicht lange drüber diskutieren. Das ist ganz einfach. Der Punkt ist ganz einfach. Aber dass er Kraft entfaltet, da müssen halt ein paar Leute dran. Also nicht wie bei Grundeinkommen sich hinsetzen, über die Finanzierung diskutieren und sich streiten oder sowas. Es ist ganz einfach. Dafür muss man aber auftreten in der einen oder anderen Form, dass einer sagt, ey, das interessiert mich, ich wäre dafür gerne Kristallisationspunkt. Es gibt Kristallisationspunkte in verschiedenen Vereinen oder was weiß ich, was es gibt. Und man kann natürlich auch für Orte ein Kristallisationspunkt sein. Er hat ja jetzt angefangen, hier die Einladung zu gestalten auf dem Weg oder so. Sowas muss möglich sein, dass er aber nur mit dem Gedanken, dass der Gedanke in die Welt kommt. Mehr erstmal nicht. Auf der Webseite gibt es, wie kann ich helfen, da gibt es noch mehrere Vorschläge. Spenden ist natürlich nur einer. Wenn jeder der Wähler 1 Euro spendet, hätten wir 60 Millionen zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das passiert, aber nur mal rein theoretisch ist das Geld eigentlich kein Thema. Aber und so weiter und so fort. Ja, hier hat sich jemand gemeldet. Nee, hat sich jetzt keiner gemeldet? Ach, da hat sich jemand. Ja, und was sagt jetzt, wenn wir das tun wollen, wir wollen das ja. Was sagt dann die EU, was sagt dann Herr, wie heißt er, Juncker und so weiter? Frau von der Leyen. Was sagt dann die USA, wenn wir auf einmal demokratisch werden wollen? Oh, Hammer. Ja, was für eine gute und wichtige Frage, danke. Uns wird vorgeworfen, es geht ja jetzt alles Richtung EU, es wäre ein nationalstaatliches Projekt. Ja. Das ist ja so richtig wie Höcke und Co. Wir sollten doch die Demokratisierung in der EU versuchen. Wir haben die Demokratisierung noch nicht mal in Deutschland geschafft. Obwohl unser Parlament Gesetzesvorschläge und Gesetze kreieren darf. Ist das deutlich? Wir haben die Demokratisierung nicht mal hier geschafft. In der EU haben wir ein Parlament, welches nicht mal Gesetzesvorschläge machen darf. Die dürfen nicht mal vorschlagen, demokratisch zu werden. Dürfen die nicht. Also der Weg, direkt die EU zu demokratisieren, ist unmöglich, wenn man auf die EU guckt. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir sagen, wenn wir hier eine echte Demokratiebewegung starten, wir sind das größte Land und in der Mitte Europas.
dann geht davon was aus, ein Echo, ein Hall, der geht durch Gesamteuropa. Wenn wir hier beginnen, eine echte Demokratiebewegung zu machen, in Richtung, wie in der Schweiz das üblich ist, es gibt einen Unterschied zwischen uns und der Schweiz. In der Schweiz gibt es die Verfassungsprüfung nicht. Die haben keine Verfassung. In der Schweiz kann tatsächlich diskriminierende Volksabstimmungen in Gang kommen. Das kann hier durch die Verfassungsprüfung nicht passieren. Der Unterschied, deswegen ist, wenn man das gleichsetzt, ist es problematisch. Wir haben sogar noch den Riesenvorteil, die Verfassung kann nicht unterlaufen werden. Diskriminierung ist verboten und deutlich. Also, wenn das hier laufen würde, hätte das eine unglaubliche Bedeutung für Gesamteuropa und das würde überall wahrgenommen werden. Und ich behaupte, das würde schon wahrgenommen werden, wenn hier nur die Diskussion läuft. Wir brauchen gar nicht gewinnen. Weil überall die Kräfte aufwachen, die sagen, ja, so wie es jetzt läuft, geht es nicht. Und das hätte in der EU eine unglaubliche Bedeutung sofort, weil die EU sehen würde, sie kann nicht mehr. Die machen Gesetze und wir sagen, nö. Das muss man ja praktisch abschaffen. Ist das deutlich? Nee, nicht abschaffen, demokratisieren. Es ist unmöglich, dass unsere Politiker es hingenommen haben, ihre Kompetenz an nicht demokratische Institutionen abzugeben. An nicht kontrollierbare, nicht demokratische. Dann hätte man sie auch an Putin, wenn er denn so böse ist, oder an Erdogan oder direkt an Trump abgeben können. Wir haben unsere Politiker eindeutig dafür gewählt, damit sie Gesetze machen, demokratisch. Und damit sie im Sinne des demokratischen Selbstverständnisses, Sozialstaat, Rechtsstaat und so weiter und Demokratie nicht nur schützen, sondern leben. Ja. Und die geben das aber nicht. Das ist ein Verfassungsbruch. Also die gesamte EU ist ein reiner Verfassungsbruch. Nur, dass man das auch mal weiß. Die Folgen wären aber, wir klagen nicht die EU an, sondern wir bringen es bei uns in Ordnung. Bei mir heißt das Wort, man muss mit sich selbst im Reinen sein, um mit anderen in guter Weise handeln oder handeln, nicht geschäftlich, sondern wirken zu können. Ist das deutlich? Wenn wir als Deutsche mit uns ins Reine kommen und endlich Demokratie da ist, dann können wir mit den anderen auch erst richtig handeln. Und das wird bei denen automatisch, werden bei denen die Kräfte gestärkt dadurch, die demokratisieren wollen. Und die werden dann schon wissen, was sie damit machen. Das wird richtig spannend. Die EU wird dadurch demokratisiert. Für mich ist das kein nationalstaatlich, sondern ein EU-Konzept. Und da anfangen, wo es geht. Es geht nämlich hier. Weil hier die Verfassung fehlt. Und jetzt muss ich was ganz Übles sagen. Die EU und alle, die dahinter stehen, haben es als Vorteil gesehen, dass wir keine Verfassung haben. Die haben gesagt, das erste Land, was man wirklich unter aushebeln kann, ist gerade Deutschland, weil sie keine Verfassung haben. Ihr erinnert euch, als die Griechen in die Kacke geraten sind, dann hat man von Seiten der EU gesagt, wir helfen euch, wenn ihr eure Souveränität abgebt. Dann gab es den, hieß der Papandreou oder sowas, der hat gesagt, dazu muss ich erst eine Volksabstimmung machen. Weil die Griechen eine Verfassung haben. Und innerhalb von einer Woche war er weg vom Job. Und dann kam einer von, ich weiß den Namen jetzt nicht, von Goldman Sachs und hat dort die Regierung übernommen. So geht das heute. Das heißt, wenn man die EU versteht, im Sinne der EU sind, kann man ganz deutlich sagen, die Verfassungen der Völker, Vereinigungshindernisse. Im Sinne der globalen Märkte und der Mächte, die dahinter stehen, sind die Verfassungen der Völker Investitionshindernisse. Ich will was und dann sagen die, nee, sind die blöd. Ist das deutlich? Da sind es Investitionshindernisse, hier in der EU sind es Vereinigungshindernisse und in dem Moment, wie wir das machen, klärt sich der ganze Sauladen. Der ganze Sauladen. So, das war die Geschichte. Okay? Ja.